Okay, liebe Leute, wir schauen uns heute mal den Albrecht-Dürer Airport in Nürnberg an. Das Ganze ist ein neues Produkt von Aerosoft und wird nächste Woche am 23.03. veröffentlicht, wenn alles klappt. Und ich habe eine kleine Vorschauversion bekommen. Vielen Dank dafür an Aerosoft. Was mir sofort aufgefallen ist an der Szenerie, sind die vielen animierten Fahrzeuge und Personen. Ich habe den generischen Verkehr am Boden und auch, sag ich mal, die Personen komplett auf Null gestellt. Das heißt, alles, was wir hier sehen an Animationen, ist direkt in die Szenerie mit eingebacken. Das Ganze kostet natürlich ein klein wenig Performance, also das möchte ich gar nicht leugnen. Das wäre dann einfach auch gelogen. Das ist halt der Preis dafür, dass es unheimlich lebendig aussieht. Die Fahrzeuge sind dafür natürlich eigentlich original, aber auch, ne? Hier steht auch immer dran, Airport Nürnberg. Und das sieht einfach wirklich fantastisch aus. Die FPS-Einbußen halten sich auch in Grenzen. Was ich mir gewünscht hätte, vielleicht kommt es ja irgendwann oder es ist vielleicht sogar dabei und ich habe es einfach nur übersehen, wäre die Möglichkeit, dass ich als Nutzer entscheiden kann, ob ich die ganzen animierten Objekte mithaben möchte oder nicht. Vielleicht ist es auch technisch gar nicht machbar, ich weiß es nicht, ne? Aber das wäre natürlich immer benutzerfreundlich. Ansonsten beschränkt sich die Szenerie tatsächlich auf den Airport. Nürnberg an sich war eigentlich schon immer als, sag ich mal, Fotogrammetrie drin. In den Notes zum Airport steht halt drin, dass im Süden noch so ein paar Gewächshäuser mit eingebaut wurden. Ja, direkt südlich vom Airport ist halt unheimlich viel Landwirtschaft angesiedelt. Da sind auf Google Maps auch tatsächlich viele Gewächshäuser zu sehen, so Erdbeeren und hast du nicht gesehen. Die Szenerie fügt noch einen Metromarkt ein, den sehen wir jetzt ja so ein bisschen im Hintergrund, da gehen wir nachher auch mal hin. Die VUR-Station im Westen wird noch mit eingebaut durch die Szenerie und im Norden, da wurden so ein bisschen die Bäume im Wald angepasst, dass man den Golfplatz besser sehen kann. Denn direkt hier nördlich der Bahn ist ein Golfplatz. Ich selbst war noch nie in Nürnberg. Ich habe meine ganzen, sag ich mal, Erkenntnisse auch alle nur aus dem Internet. Ja, aber hier ist ein Golfplatz. Na, jetzt erkennt man den so ein bisschen. Dort. Was wir da unten sehen, ist eigentlich der alte Tower Nürnberg. Habe ich im Internet gelesen. Das Teil hier. Da kann ich gar nicht hundertprozentig sagen, ob der jetzt durch die Szenerie eingeführt wurde. Wobei ich aber mal davon ausgehe, dass das so ist, denn das Teil ist animiert. Und Fotogrammetrie an sich hat keine animierten Objekte drin. Also da dreht sich noch was. Ich weiß nicht, ob da heute einfach nur ein Radar drauf ist. Ja, aber das müsste hier der alte Tower sein. Ja, im Internet, die Bilder sehen wirklich so aus wie hier in der Szenerie. Das ist ganz gut gemacht. Ich habe mal auch ein bisschen geguckt, welche Terminals es so gibt. Es gibt auch nur die eine Bahn, hat eine Ost-West-Ausrichtung. Und was ich zuerst machen möchte, ist eigentlich mal ganz kurz so ein bisschen die Tageszeiten durchgehen, dass wir mal die Lichter sehen. Ansonsten ist, sag ich mal, von der Texturqualität in meinen Augen nichts zu meckern. Oder gibt es nichts zu meckern. So, wir machen das mal ein bisschen kleiner. Und gucken mal so ein bisschen die Beleuchtung uns an. Wenn ich das so richtig gelesen habe, in den Notes zum Produkt sind wohl auch Taxibeleuchtung, also Taxiweg, Rollwegbeleuchtung, hier neu programmiert worden. Ja, wir gehen mal kurz den Tag durch. Ich kriege es leider mit der Maus nicht feiner hin. Aber es sieht schon cool aus, ne? Dann schauen wir uns mal die einzelnen Terminals an. Da sind sogar teilweise die Inneneinrichtung modelliert worden. Aber jetzt nicht überall. Im Tower war ich auch mal drin gucken. Ich mach mal die Kamera wieder gerade. Im Tower war ich auch mal drin gucken. Da ist jetzt aber nur irgendwie so ein Schatten angedeutet von den Leuten dort.
Ich stelle mal die Kamerageschwindigkeit wieder ein klein wenig runter. Bei mir immer so schwer zu treffen. Ich habe das so am Coolie-Head. Ich mache das mal am besten übers Menü. Geht schneller. So. Ja, die ganzen Jetways sind natürlich animiert. An unserem Airbus haben wir das Teil auch angedockt. Die Sonne blendet doch ein bisschen in der Richtung, ne? Gehen wir noch ein bisschen mehr in den Vormittag rein. Ja, die Sonne ist hier immer im Süden vom Terminal. Das heißt, wir haben eigentlich auf der Seite immer Schatten. Außer richtig morgens und abends. Wir können mal durch den Jetway durchgehen, aber das wird nicht. Also das, ich habe es noch eigentlich noch nie probiert. Naja, der ist nicht innen drin mit Texturen versehen. Das ist aber durchaus normal. Das hat jetzt nichts mit dem Produkt zu tun. Ne? Aber wir kamen hier drin. Dann die Wartehallen. Und eigentlich auch mit so ein paar Leuten drin. Die tragen aber alle keine Maske, ne? Ja, Duty Free. Das müsste ja, glaube ich, der Abflugbereich sein und unten ist der Ankunftsbereich. Wir haben oben dann sogar Aussichtsplattformen hier in Nürnberg. Ist noch zu schnell. So ist besser. Ich weiß gar nicht genau, wo die hier ist. Also im Internet habe ich sie gefunden, eine Bilder von einer Aussichtsplattform. Ich habe die Aussichtsplattform doch noch gefunden. Die befindet sich hier an der Ostseite vom Terminal. Ja, hier vorne. Hier, wo die Schirme stehen, das ist die Aussichtsplattform. Hier. Ist also doch dabei. Aber der wirkt halt wirklich sehr lebendig dadurch, ne? Also lebendiger als so Standardflughäfen, sagen wir es mal so. Ist schon irgendwie cool. Wir können mal so ein paar grundlegende Gebäude auch kurz zeigen. Also wie gesagt, das ist ja das Terminal, ja? Wir gehen mal nach Süden und schauen aus der Richtung. Hier unten sind halt Parkhäuser viele. Und hier mal den Taxistand. Das ist das Hauptterminal. Und wir haben hier links die Non-Sheng-Flüge, wenn ich das so richtig gesehen habe im Internet. Ja, ist der Non-Sheng-Bereich, also der internationale Bereich, ne? Also alles, was aus Schengen-Gebiet rausgeht. Wo also Passkontrollen notwendig sind, ne? Wenn ich das so richtig gelesen habe. Wir können mal gucken. Müsste auch dran stehen hier sogar. Ja, genau, Non-Sheng. Ich weiß gar nicht, was Nürnberg alles so anfliegt. Aber ich glaube, Türkei und sowas, ne? Das wäre dann zum Beispiel noch ein Schengen. Wir haben sogar die U-Bahn, sag ich mal, die Schilder zu stehen hier vorne. Ja, so der ganze Vorfahrtbereich, Taxibereich hauptsächlich. Runter geht's nicht, ne? Also zur U-Bahn oder so geht's nicht runter. Hier sind die Stadtbusse. Und hier ist ein Gate, also ein Tor, ne, eine Zufahrt. Hier hinten haben wir die Busschleife, also die Stellplätze für die Busse. Das sieht auf Google auch wirklich so aus. Und die kommen alle von hier hinten.
Hier stehen ja generell ein Haufen Fahrzeuge rum, die zum Airport gehören. Scheinen an die entsprechenden Hallen zu sein auch. Na, und hier ist die. Ja, wie nennt man das? Das Busdepot. Airport Nürnberg, ne? Steht wirklich alles dran. Tankfahrzeug. Mach die Kamera kurz wieder gerade. Ab und zu geht die halt so ein bisschen in so einen Tilt, ne? So eine Querneigung. Dann gehen wir mal Richtung Tower. Wir haben da hinten noch die Rettung und auch das General Aviation Terminal. Und ein Air Charter gibt's da hinten. Kriegt die Kamera gar nicht hochgestellt mit der Geschwindigkeit. Muss ich wieder über das Menü machen. Wir haben sogar einen Rettungshubschrauber hier zu stehen. Hier vorne. Und wir haben hier das General Aviation Terminal. Hier, wo Aerodienst dran steht, das müsste das GAT sein. Hier im Tower fährt sogar der Fahrstuhl hoch und runter. Und rechts hier, das ist Air Charter. Die beiden Gebäude müssen. Was steht da dran? FAI Aviation Group oder so. Und hier. Das müsste die Rettung sein, ne? Hier sitzen die Ärzte und Hubschrauberpiloten drin. Also wenn das so stimmt, was ich im Internet gelesen habe. Also 100% kann ich das nicht sagen. Ich kenne den Airport auch wirklich nicht selbst. Und ja, das sind so die wichtigsten Gebäude am Airport. Hier im Süden, wie gesagt, ganz viel Landwirtschaft erstmal, bevor die Stadt richtig losgeht. Ja, so Erdbeeren und Gemüse und sowas. Das sieht auf Google wirklich so aus. Alles Gewächshäuser hier. Und die gehören wohl scheinbar mit zur Szenerie. Ne, die sehen zu sauber aus, das ist keine Fotogrammetrie. Na, das hier ist dann, das ist Fotogrammetrie. Na, alles, was wir hier haben, das ist dann nicht mehr, die Airport-Szenerie an sich. Aber der Metromarkt, ne, der gehört noch dazu. Den haben wir hier hinten. Das hier unten ist auch alles Fotogrammetrie. Das gehört also auch nicht zur Szenerie. Aber der Metromarkt hier. Der ist auch sehr markant auf den Luftbildern zu erkennen. Ja, der wurde von Hand jetzt hier noch reingebastelt mit über die Szenerie. Und dann das VOA Nürnberg. Das ist unheimlich klein. Mal gucken, ob wir das finden. Das ist eigentlich eine Verlängerung der Bahn zu finden. Dort. Da ist es. Ja, das steht hier. So auf den Feldern. Und das ist halt auch zur Szenerie gehörend, ne? Das VOA. Gut, liebe Leute, das soll es auch schon gewesen sein. Am Ende, wie immer, ganz kurz der Hinweis auf unseren JD Community Discord Server für den Flugsimulator. Wir haben inzwischen über 6.500 Mitglieder. Wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team und mehrere Text-Support-Kanäle. Wenn ihr also irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, kann ich euch noch anbieten, kommt zu uns auf den Discord.
Dort kann man in meinen Augen wesentlich besser helfen als über die YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch dort natürlich auch mit anderen Leuten einfach nur so ein bisschen über den Flusi austauschen oder Mitspieler suchen. Den Link zum Discord findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.